Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Heute bin ich mal wieder hier im Kiefernforst bei uns in Brandenburg im Hohen Fleming unterwegs. Und es hatte vor ein paar Tagen geregnet und deswegen werde ich mal schauen, was es jetzt hier in unseren Kiefernwäldern so an Pilzen gibt. Ja, seht mal, was hier an dieser umgefallenen Kiefer wächst. Das sind alles Becherkorallen und die Becherkoralle ist schon relativ selten geworden. Hier bei uns im Hohen Fleming kommt sie zuweilen noch vor, da wir ja hier auch viele Kiefernwälder haben. Die wachsen nämlich vornehmlich an Kiefern. Kann mal näher herangehen. Ja, die hier ist noch eine recht junge, die ist noch sehr gut erhalten, hat noch nicht diese braunen Spuren, während die daneben doch schon diese braunen Enden hat. Also ein recht altes Exemplar ist auch da unten. Rechts von ihr, das etwas kleinere, ist auch schon recht alt. Ja, aber hier ist alles voll mit diesen schönen Becherkorallen. Das sind übrigens keine Speisepilze. Ja, das ist schön, so eine große Menge von diesem doch relativ seltenen Pilz. Ja, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite von diesem toten Baumstamm. Da sind nämlich auch noch mal welche. Hier. Auch nochmal eine Becherkoralle. Kann hier mal den Baumstamm entlang gehen. Hier auch nochmal. Alles voll. Hier wächst eine kleine Fichte. Ich gehe jetzt mal auf die Seite, weil da sehe ich auch noch welche. Ja, die hier sind auch noch gut erhalten. Die sind noch nicht so alt hier. Das ist eine ganz junge. So, dauert immer ein bisschen, bis die Kamera sich scharf stellt. Ja, und hier unten sieht auch noch mal sehr schön aus. Ist auch noch recht gut erhalten, hier unten die Becherkoralle. So. Ja, so sieht es hier bei uns aus. Alles ein sogenannter Kiefernforst. Kann man die ganze Reihe noch mal sehen. Ich gehe mal hier so ein bisschen lang. Ja, und hier noch mal die andere Seite. Ja, hier könnt ihr noch mal die eine, noch relativ junge, Becherkoralle von Namen sehen. Da kann man so ein bisschen die Spitzen besser erkennen, die wie so Becher geformt sind. Das sind so eine kleinen Spitzen, die so im Kreis stehen. Ich glaube, sie wird zuweilen auch Kronenkoralle genannt. Es gibt verschiedene Namen für diesen Baumpilz. Ja, und hier nochmal ganz kleine, die ganz frisch aus dem Baumstamm herauswachsen. Hier auch nochmal ganz winzig. Also man sieht, es kommen immer wieder neue Becherkorallen nach. Ja, das, was ich jetzt hier gefunden habe, das ist eine kleine krause Glucke. Auch als fette Henne bekannt oder auch als Bärentatze. Ja, die ist noch relativ klein. Das ist ein Kiefernschmarotzer. Es gibt auch noch die breitblättrige Glucke, die wächst dann mehr an Laubbäumen, manchmal auch an Fichten. Aber hier in Kiefernforsten findet man nur die krause Glucke. Und die krause Glucke ist auch ein sehr viel besserer Speisepilz als die breitblättrige Glucke, die übrigens seltener ist. Ja, man sieht es, es hat diese, ja, sieht aus wie ein Blumenkohl, kann man sagen, so von der Substanz her, von der äußeren Erscheinung. Und die sind auch immer sehr schwer zu putzen, aber sie schmecken vorzüglich, sie haben diesen nussartigen Geschmack und auch Geruch. Also man riecht die Glucken oft schon, wenn man in so einen Kiefernforst geht, weil die eben diesen typischen nussigen krause Gluckengeruch haben. Ja, und die Farbe ist so ein Ockerton. Und wenn die Glucke älter wird, dann fangen die Hutränder sich an, bräunlich zu verfärben. Ja, man kann sie bis Anfang November etwa finden, die krause Glucke. Wir hatten jetzt schon mal einen Schub gehabt von krausen Glucken in diesem Jahr, aber ich glaube, jetzt kommt die
größere Zahl aus dem Boden, weil jetzt so im September ist so die richtige Zeit für die Krauseglucke. Und der Oktober ist auch noch eine gute Sammelzeit dafür. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Da kann man dieses cremefarbene Pilzfleisch ganz gut sehen. Ja, die alten Kiefern hier, die ächzen und stöhnen. Hier mal von ganz nah. Da kann man auch noch mal diese gekräuselte Hutstruktur ganz gut erkennen. Ja, und wenn man die Krauseglucke einmal gesehen hat, dann kann man sie eigentlich auch nicht mit anderen Pilzen so leicht verwechseln. Ja, sie ist auf jeden Fall ein hervorragender Speisepilz. Die muss dann halt gut geputzt werden, weil da oft sehr viele kleine Pflanzenteilchen eingewachsen sind und Spinnen verstecken sich auch ganz gerne in diesen Krausenglucken. Aber ansonsten lohnt es sich wirklich, die zu putzen und zuzubereiten. Ich würde sagen, so 10 bis 15 Minuten sollte sie durchgegart werden, auf kleiner Flamme. So, hier habe ich eine weitere Krauseglucke gefunden. Die sieht sogar noch ein bisschen besser aus als die erste, weil die erste hatte doch schon sehr viele dunkle Hutränder, während hier nur sehr wenige dunkle Hutränder zu sehen sind. Hier sieht man zum Beispiel sowas. Aber hier dieser Teil sieht noch gut aus. Der ist noch nicht dunkel verfärbt an den Rändern. Die kann man also auf jeden Fall noch essen, diese Glucke. Sie sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Sie hat so mehrere so kugelförmige Gebilde. Die eine, die wir eben gesehen hatten zuvor, die war ja mehr so ein einheitliches Stück, so eine große Kugel. Und die hier besteht hier mehr aus so kleineren kugelförmigen Gebilden. Ja, sehr schön, die wächst hier auch wieder in der Nähe von Kiefern, diesmal ziemlich nah hier an dieser einen Kiefer. Ja, die andere wuchs ja mehr so auf dem Holzstück, auf so einem Kiefernholzstück, was mehr im Boden versteckt war. Wahrscheinlich so ein alter Kiefernstumpf, der mit Moos überwachsen war. Ich gehe mal ganz nah. Naja, muss ich mal erst ein bisschen scharf stellen. Ja, da kann man die gewundene Hutstruktur noch mal ganz gut erkennen. Ja, hier noch mal von etwas größerer Entfernung der Kiefernbaum und zu seinen Füßen die Glucke. So, und hier habe ich wieder eine Krauseglucke gefunden, diesmal eine größere. Ja, das ist ein schönes, großes Krausegluckenexemplar. Da gehe ich mal ein bisschen näher heran. Ja, die ist recht groß und auch eher unregelmäßig gewachsen. Hier kann man sie noch mal von nächster Nähe aus sehen. Ja, die hat auch schon ein bisschen dunkle Hutränder, wie ich gerade sehe. Hier könnt ihr mal meine Hand daneben sehen zum Größenvergleich. Ja, die hat eine ganz gute Größe. Ich schätze mal so der Länge nach, könnte es etwa so 20 cm sein, dieses Exemplar. Ja, hier kann man nochmal die gewundene Hutstruktur gut erkennen. Hier haben wir Glucke Nummer 4 und das ist ein ganz gutes Beispiel für eine Glucke, die man dann nicht mehr essen sollte. Die ist schon sehr braun und sehr alt. Also solche Glucken bitte stehen lassen, die sind nicht mehr genießbar. So, hier haben wir ein weiteres Exemplar einer Krausenglucke und die ist noch recht gut erhalten. Wenn ihr euch die von eben nochmal anschaut, die mit den braunen Rändern, die war schon wirklich hin. Aber die hier sieht noch sehr gut aus. Die ist auch recht groß, kann man mal meine Hand daneben halten. Ja, aber letztes Jahr hatte ich ja noch viel größere Glucken gesehen.
Aber die wachsen ja noch. Hier kann man es nochmal schauen. Ja, wie groß wird die etwa sein? Naja, die könnte auch so gut 20 cm haben an ihrer längsten Stelle. Ja, und wie ihr seht, hat sie nur ganz geringfügige braune Hutränder. Also die könnte man auf jeden Fall noch essen, diese Glucke. Ja, sehr schön. Das ist hier so ein richtiger Gluckenwald. Schwenk mal hier rüber, weil da habe ich noch eine gesehen. Ja, da hinten seht ihr. Kommt gerade ein doofes Flugzeug, aber das macht nichts. Die fliegen hier oft rum im Hohen Fleming. Ja, seht ihr, da hinten ist noch ein Exemplar. Da werde ich jetzt mal hingehen. Ja, aber diese Glucke, die sieht nicht mehr so schön aus. Die hat schon ziemlich deutlich braune Flecken und Ränder. Also die sollte man auch nicht mehr essen. Obwohl sie sehr schön groß ist. Sie besteht auch wieder aus mehreren solchen Kugeln. Aber wie gesagt, die ist schon viel zu alt. So, ich habe jetzt diese eine Glucke, die noch in einem sehr guten Zustand ist. Die habe ich jetzt abgeschnitten und werde sie jetzt mitnehmen. Vorher werde ich sie noch ein bisschen im Wald putzen und schauen, dass da keine kleinen Tiere drin sind. Die werde ich dann natürlich vorher rausnehmen. Und ja, die dürfte dann schon ein ganz gutes Pilzgericht ergeben, diese krause Glucke. Die kann man dann mit Kartoffeln machen, mit Reis oder mit Nudeln, wie man es halt am liebsten mag. Wichtig ist, dass man sie gut durcherhitzt. Ja, ein sehr schönes kleines Gluckenexemplar. Das kommt jetzt mit nach Hause. Ja, schon wieder eine Glucke. Mal sehen, wie sieht die denn aus? Ja, die sieht noch gut aus. Die hat nur ganz geringfügig bräunliche Hutränder. Die ist auf jeden Fall noch essbar. Ja, ein sehr schönes Gluckenexemplar. Mal ein Größenvergleich. Ich würde sagen, an der längsten Stelle etwa so 14-15 cm lang in ihrem Durchmesser. Ja, hier auch nebenan gleich wieder direkt die Kiefer, wo sie schmarotzt. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt habt ihr also die krause Glucke gesehen und auch die schöne Becherkoralle. Die erste ist ein guter Speisepilz, die zweite ist ungenießbar. Sie sehen auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich aus, aber wenn man näher herangeht, kann man sie ganz gut unterscheiden, denke ich. Ja, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen ein recht schönes Wochenende. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.